Ja, danke. Freut mich wieder hier in der Zimmerling zu sein. Herzlich willkommen zu meiner Session Back to the Future with Azure CLI, PowerShell Core und Azure Cloud Shell. Der Titel klingt reißerisch. Es geht im Endeffekt nachher darum, so ein bisschen um meine eigene Reise, die ich unternommen habe, als ich mit einigen unserer neuen Produkte gearbeitet habe, wo wir keine PowerShell-Unterstützung bisher hatten. Und da möchte ich euch alle mitnehmen. Mein Name ist Daniel Neumann, ich arbeite, wie man es so schön sehen kann, der Titel heißt Technology Solutions Professional für die Microsoft hier in Deutschland, Hauptthemengebiet Microsoft Azure an der Stelle. Und da wir mit 45 Minuten ein straffes Programm haben, würde ich sagen, fangen wir einfach an der Stelle einfach an. Ja, die Unterschiede unserer Azure Command Line Interface versus PowerShell. Und da einfach mal so ein bisschen aus der Historie oder ja, wo befinden wir uns heute, die unterstützten Plattformen, also meine, klar, wir haben Windows, wir haben Linux, wir haben macOS und was immer wieder jetzt, ich sag mal, verstärkt in den Bereich reinkommt, dafür, um das auch gleich mal zu demonstrieren, einen kleinen Raspberry mitgebracht, ARM-based-Systeme. Und wie man sehen kann, wenn wir jetzt mal das rechte Bild, die Azure PowerShell für .NET Core ausblenden, ja, die Standard Azure PowerShell, die man kennt, läuft nur unter Windows, unterstützt die anderen drei Varianten nicht. Die Azure CLI kommt, oder sie hieß früher X-Plattform, also Cross-Plattform CLI, also das war schon damals das Ziel, für die unterschiedlichsten Plattformen, Windows, Linux, macOS, entsprechend Command-Line-Interface für Azure anzubieten. Und bis dato mit der PowerShell hatten wir das nicht, bis wir ja, mit der PowerShell Core, quasi PowerShell Version 6 gestartet sind und haben dann auch die Azure PowerShell Commandlets für .NET Core umgeschrieben, die seinerzeit in der ersten Variante, ja, ich sag mal, relativ die Basisdienste, Compute, Netzwerk, Storage, Web Apps abgedeckt haben. Und mittlerweile haben wir wirklich Feature-Gleichheit an der Stelle. Wieso bei der Azure CLI die Klammer um den Haken drum ist, liegt daran, dass wirklich Azure PowerShell mit .NET Core nativ über die PowerShell auf ARM-Devices läuft. Azure CLI ist zwar Python-basiert, aber in unseren Bildskripten auf GitHub ist halt ARM nicht mit integriert. Sprich, man muss sich das in einem Container-Image selber bauen. Deshalb auch die Klammer drumherum. Um so ein bisschen die Differenzen zwischen der Azure CLI und der PowerShell ja, mal hervorzuheben, habe ich ja, so einige nicht ganz alltägliche Dienste aufgelistet, wo man sehen kann, dass wir beispielsweise für den Azure Advisor CLI-Support haben, in der PowerShell nicht, dafür aber in anderen wichtigen Diensten wie die Analysis Service, API Management oder auch Azure Automation, PowerShell-Unterstützung, CLI wieder nicht, also man sieht, beide Varianten sind relativ unterschiedlich aufgelistet, welche Funktionalitäten unterstützt werden. Schauen wir uns das einmal hier bei der Cosmos DB und den Functions an. Haben wir wieder CLI-Support, aber kein PowerShell-Support dabei. Was interessant ist, bis dato war eigentlich, wenn man es mal sieht, Log Analytics bisher noch nicht bei der CLI unterstützt. Auch hier wiederum die Klammer drumherum, weil wir in der CLI nur den Support für die Query Languages haben und nicht irgendwie fürs Deployment hinzufügen und konfigurationstechnischen Sachen. Und das Thema zieht sich halt bis nach unten hindurch. Ich habe es jetzt nicht alle Dienste, wo Unterschiede sind, aufgelistet, weil ja, da wären wir dann heute Nachmittag noch dran, darüber zu sprechen. Um eins meiner Lieblingsbeispiele, da ich mich in den letzten 6 bis 8 Monaten intensiv mit Azure Kubernetes Service auseinandergesetzt habe, wie unterscheiden sich beide Varianten in der CLI und in der PowerShell? Sind jetzt unterschiedliche Befehlsfunktionalitäten. Was ich relativ interessant an der Stelle einfach finde, ist, wenn man sich den Bereich anschaut, wo man sagen kann, ja, welche Kubernetes-Versions-Upgrades stehen mir zur Verfügung. Welche Version kann ich überhaupt machen, beziehungsweise auch die Kubernetes-CLI, das sogenannte kubectl installieren, einen gewissen Connector noch nachzuinstallieren, wird alles auf Seiten der PowerShell-Commandlets nicht unterstützt. Und bis vor einigen Monaten hatten wir gar nicht die PowerShell-Unterstützung an der Stelle. Und das war so der Grund, wo ich gesagt habe, ja, es kommen neue Dienste raus, die, ich sag mal, zu 90% direkte CLI-Support haben, wo meine Intention war,
es würde sich tatsächlich mal lohnen, sich die CLI intensiver anzuschauen und sich damit zu beschäftigen und sich von der PowerShell ein Stück weit zu lösen. Was ich an der Stelle auch noch hervorheben möchte, ist beispielsweise, wir haben eine Spezialintegration für Developer, das nennt sich DevSpaces, und wie man sehen kann, in der Azure CLI ist das alles unter diesem, ich sag mal, Commandlet-Baum, AZ für Azure, dann für den Dienst AKS aufgehangen. Bei der PowerShell haben wir oben tatsächlich die gesamten Azure AM AKS Commandlets, aber unten für DevSpaces gibt es wiederum ein weiteres Commandlet. Sprich, ja, wenn man sich mit der PowerShell auskennt, weiß man, wie die PowerShell-Kommandos aufgebaut sind, finde es aber rein von der Übersicht her die CLI an der Stelle besser, und da gehen wir auch im Verlauf gleich noch weiter darauf ein. Genau, und da kommen wir jetzt so ein bisschen dazu, bevor ich in die erste Demo springe, so ein bisschen die Syntax zu erklären anhand eines einfachen Beispiels des Azure Storage Accounts. Wie man oben sieht, haben wir die PowerShell. Wie ich bereits sagte, wenn man sich mit der PowerShell auskennt, weiß man, wie die PowerShell-Kommandos aufgebaut sind. Hier haben wir new-Azure AM Storage Account, also damit weiß ich, dass ich einen Storage Account anlege. Für mich persönlich, auch wenn ich mich mit PowerShell sehr gut auskenne, finde ich die Variante der CLI deutlich klarer, es zu lesen, weil nämlich AZ Storage Account Create klingt deutlich besser und verständlicher, als wenn ich mir das PowerShell-Commandlet ansehe. Dann gibt es auch noch gewisse weitere Nuancen an der Stelle. Ressourcengruppe ja, aber tatsächlich bei der PowerShell heißt es Account Name, bei der CLI einfach nur den Namen zu definieren. Und ansonsten sind die weiteren Sachen auch entsprechend gleich. Das Schöne an der CLI ist, dass ich für gewisse Varianten, beispielsweise wie die Ressourcengruppe, kann ich sagen, einfach minus G, für Name minus N, für Location minus L. Das Ganze wird noch deutlich interessanter, wenn ich mir dann das nächste anschaue, entsprechend die Storage Account Keys aufzulisten. Hier habe ich dann auch wieder ein neues PowerShell Commandlet, wie es halt so der Fall ist. Und in der Azure CLI befinde ich mich immer noch in dem Kontext Azure Storage Account, komme in den nächsten Kontext rein Keys und sage dann einfach List, um diese Keys aufzulisten. Was man jetzt hier an der Stelle sieht, ist, dass wir hier tatsächlich eine Gleichheit haben, Account Name. Gucke ich aber wiederum in die Abkürzung unten rein, kann ich wieder mit minus G und minus N abkürzen, was tatsächlich wirklich Konsistenz zu dem Create-Kommando ist, von den Abkürzungen her. Und das macht es mir relativ einfach, mit der Azure CLI an der Stelle tatsächlich zu arbeiten. Aber es gibt an der Stelle nicht nur syntaxtechnisch Sachen, sondern auch, was viele Kommandos bei der Azure CLI haben, ist dieser Parameter NoWait. Das heißt, ich übergebe meinen Befehl einfach, wie habe ich jetzt beispielsweise, wenn ich VMs erstelle, sie herunterfahre oder starte, das ist ein relativ längerer Prozess, bis ich eine Rückmeldung erhalte. Und so kann ich einfach mit NoWait den Befehl an die API-Schnittstelle in Azure abgeben und dann läuft das und kann den nächsten Befehl annehmen. Gibt es auch bei der PowerShell, heißt der Parameter dann minus Job. Das heißt, ich erzeuge einen PowerShell-Job, der im Hintergrund läuft, hat den klassischen Vorteil, dass ich immer wieder den Job-Status abfragen kann. Bei NoWait in der CLI übergebe ich das ganz einfach und damit ist das Ding erstmal weg vom Tisch. Kommen wir zu etwas, wo ich mich sehr stark drin bewege, Infrastructure as Code über Azure Resource Manager Templates. Und hier ist es tatsächlich so, wenn ich beispielsweise ein Template validieren möchte, ob irgendwas speziell funktioniert, kriege ich dann anhand des Storage Accounts, war der Fehler relativ leicht nachzuvollziehen. So. Hatte ich halt einfach einen Storage-Namen ausgewählt, der schon belegt ist. In Azure muss ein Storage-Name eindeutig sein, weltweit. Wenn ich das Ganze validiere mit der Azure CLI, kriege ich direkt die Fehlermeldung rausgegeben, yep, dieser Storage-Account-Name ist schon vergeben. Ja, gucke ich mir das Ganze mit der PowerShell an, wird mir ein Fehler geworfen, der dann einfach sagt, ja, wenn du mehr Details haben möchtest, dann musst du in die inneren Error-Details reinspringen. Das heißt, ja, wenn ich dieses Template validiere, muss ich es eigentlich in eine Variable reinschreiben, um an diese inneren Error-Details reinzukommen. Das ist halt, wo ich sage, wenn ich das Ganze teste, möchte ich eigentlich schon eher den Fehler präsentiert bekommen. Ja, das Ganze zieht sich dann tatsächlich
Soweit, wenn man dann in die Richtung des Deployments geht und immer noch denselben Storage-Account-Namen verwendet, ja, im Endeffekt danach auch wieder eine Fehlermeldung, die relativ eindeutig sagt, jopp, der ist schon so gesehen belegt. Habe aber auch hier oben, super, da müssen wir einmal nochmal rausgehen, an der Stelle kriege ich eine sogenannte Correlation-ID mitgegeben, die identifiziert eindeutig diese Aktion. Das heißt, wenn ich jetzt mal von dem Beispiel weggehe, so ein Deployment mache und es schlägt an irgendeiner Stelle fehl und kriege eine Fehlermeldung angezeigt, die mir so, ich sag mal, mitgibt, ich kann es selber nicht lösen, kann man bei uns ein Support-Ticket aufmachen und da über diese Correlation-ID relativ eindeutig die Aktion zuordnen, wo der Support dann haarexakt reinschauen kann, was ist im Hintergrund abgelaufen, war es ein Fehler in unserer Plattform oder liegt der Fehler irgendwie in dem Deployment-Template mit drin. So, das machen wir mal ein bisschen größer, weil das ist nämlich die Fehlermeldung, die man mit dem PowerShell-Befehl bekommt, die dann anfängt, ja, invalides Template, bla bla, see inner errors. Und dann komme ich irgendwo hier in der Mitte nachher an. Man sieht es dann hier sehr schön, so mittig, jupp, der Storage-Account-Name ist schon belegt. Das heißt, ich kriege auch nicht direkt wieder die Fehlermeldung angezeigt, sondern ich muss erstmal suchen, wo das überhaupt da drin steht. Sehr, sehr unschön an der Stelle. Aber wenn man damit arbeitet, man gewöhnt sich irgendwie an alles, aber man muss es halt erstmal wissen. So, bevor wir an der Stelle in den nächsten Schritt reingehen, melde ich mich jetzt einmal an meinem kleinen Gerät hier an, was ich auf dem Tisch habe mitgebracht. So, und zwar ist das tatsächlich, wie man sehen kann, es ist ein Raspberry Pi. Und dann machen wir da auch mal direkt, ja, um es einmal hier oben zu zeigen, es ist tatsächlich das auf Debian basierte Raspbian, also wirklich kein x86, x64 Hardware, sondern pure ARM. Und jetzt kann ich tatsächlich an der Stelle einmal mit PWSH. Das ist das Problem noch unter ARM, weil man es direkt in den Ordner auspacken muss. Gottes Willen, so, jetzt haben wir es aber. Starte einmal die PowerShell auf dem kleinen Gerät an. Da haben wir sie. Okay. So, wenn sie dann gleich mal geladen ist, können wir dann auch das Ganze einmal, genau. So, jetzt aber. Also ich hoffe, er hat den Kontext nicht wieder verschmissen. Kann ich nämlich einmal das Ganze aufrufen, nämlich, dass ich mir meine sogenannten Azure Kubernetes Cluster einmal anzeigen lasse. Wir müssen einmal ein Login machen. Das machen wir mal eben. Login Azure Account. Oder was? So, er wird mir dann jetzt gleich eine URL ausspucken, wo ich mich dann eben kurz gegenüber Azure authentifiziere. Das heißt, den kopiere ich einmal schon mal mit raus und dann gehen wir einmal microsoft.com/device-login. Genau, da wollen wir hin. Einmal den Code eingeben. Yep. Perfekt, jetzt warten wir nur noch kurz auf die Rückmeldung auf dem kleinen Raspberry, dass wir angemeldet sind, dann können wir das obere Command nämlich nochmal an der Stelle abfeuern. Das ist halt das Wunderbare an der PowerShell Core, dass sie halt wirklich komplett plattformübergreifend agiert und ich entsprechend dort dann auch, dadurch, dass die Azure PowerShell Module auf .NET Core basierend sind, das entsprechend, ja, wie man sehen kann, zack, kriegt die Ausgabe auf dem ARM-basierten Gerät. Also dadurch ist es halt wirklich übergreifend. So, das Ganze ist natürlich entsprechend eben gucken. Genau.
Den hat er auch. Da müssen wir das einmal eben kurz das Container-Image anstarten. Und zwar haben wir einmal das, bitteschön, sudo docker. Tippfehler, docker run, it, zack. Und führe jetzt im Endeffekt mein Container-Image aus, wo ich dann direkt mit eingeloggt bin in und die Azure CLI, ich zeige es einmal eben kurz, einen der Aufrufe, kann mich da an der Stelle natürlich jetzt auch wieder anmelden. Das ist halt im Entsprechenden das Problem, dass wir noch nicht die direkten Bits für die Azure CLI für ARM haben, aber ich kann mich tatsächlich mit einem einfachen Docker-Container an der Stelle behelfen, um da meine Skripte mit auszuführen. Um das dann einmal nur kurz gezeigt zu haben, dass das auch auf einem kleinen ARM-basierten Device läuft. Kommen wir dann zurück, Bash versus PowerShell Core. Wenn man halt entsprechend mit Linux, also mit Azure arbeitet, hat man zwangsweise auch irgendwann mal mit Linux zu tun. Und da habe ich mal so ein bisschen mir die Mühe gemacht, wo liegen denn eigentlich die Unterschiede, wenn man sich tatsächlich mal die Bash und die PowerShell anschaut. Und der, ich sag mal, der häufigste Stolperstein, wenn man tatsächlich aus der PowerShell-Ecke kommt, man deklariert Variablen immer mit dem Dollarzeichen vorne dran und das ist jetzt am Beispiel eines Strings, schiebt dann den String rein und ruft entsprechend auch wieder mit Dollar und dem Variablennamen die Variable auf, um sie zu nutzen. In der Bash sieht es im Endeffekt so aus, dass ich einfach per Variablennamen meine Variable deklariere, einen Wert reinspeichere, der Aufruf dann aber nachher derselbe ist. Und jedes Mal, wenn ich tatsächlich ein Shell-Skript schreibe, stolper ich genau darüber, da ich halt von der PowerShell es gewohnt bin, das Ganze immer mit dem Dollarzeichen zu machen. Interessant wird es dann, und da muss man dazu sagen, das ist einer der Gründe, wieso man es bei der PowerShell halt eher mit einer objektbasierten Skriptsprache zu tun hat. Wenn ich jetzt dieses wunderschöne Commandlet ausführe, dass ich halt ein Azure Resource Manager Deployment starte, kann ich mir den Output-Wert in JSON zurückkonvertieren lassen, dass ich halt ein PowerShell-Objekt daraus bekomme und dann halt wirklich diese ganz klassische PowerShell-Navigation habe. Hallo? Okay. Egal, dass ich halt wirklich sage, Dollar, Output, Punkt, Properties und so weiter dadurch navigieren kann. Unter der Bash brauche ich natürlich dazu ein Zusatztool, was es mir ermöglicht, durch den JSON-Output, der generell von der Azure CLI rauskommt, entsprechend durchnavigieren zu können. Das heißt, ich muss das ganze Konstrukt in Klammern mit einem Dollarzeichen davor packen, damit ich dann nachher wieder eine Variable reinspeichern kann und muss dann über Echo die Variable aufrufen, pipe sie in das kleine Tool JQ rein und kann dann auch, ohne dass ich die Variable vorne angehe, mit Punkt Properties genauso dadurch navigieren. Das sind so kleine Feinheiten, Besonderheiten, die man an der Stelle beachten muss und wo die Unterschiede im Endeffekt nachher liegen. Er hat sich ausgeschaltet, er lag zu lange. Genau. Ein weiterer Unterschied, und wir werden es auch auf den nächsten Folien noch sehen, wo ich sagen muss, wenn man aus der Windows-Welt mit PowerShell kommt und total oft drüber stolpert, ist quasi das Thema Switch und Case-Statements. Und ich glaube, ich werde mich nie in der Bash daran gewöhnen, dass man im Endeffekt sagt, okay, Case, ich habe einen Input-Key und mache dann entsprechend meine Auswahl hier einfach nur, wenn ich die 1 drücke, dass im Endeffekt die Variable Azure Region mit West Europe gefüllt wird und dann muss ich das Ganze mit einem doppelten Semikolon wieder abschließen und im Endeffekt das ganze Case-Statement wird mit Case rückwärts geschrieben, abgeschlossen. Finde ich horrormäßig zu lesen und damit zu arbeiten. Wenn ich mir das Ganze, das kann natürlich auch durch meine PowerShell-Vorerfahrung sein, finde ich das Ganze mit der, das, was die PowerShell, quasi das Pendant zu Case, ist ein Switch-Statement zu machen, wo ich dann mit geschweiften Klammern das Ganze öffne und wiederum abschließe, was für mich deutlich klarer an der Stelle zu lesen ist. Der nächste Punkt, der dann sehr interessant wird, ist im If-Statement. Wenn man sich das obere einfach mal anschaut, ich habe die Bash mit If, mache dann das If-Statement in eckigen Klammern rein, dann folgt das Then und muss das Ganze auch wieder mit FI an der Stelle abschließen.
Dasselbe Konstrukt, um quasi herauszufinden, laufe ich auf dem Ubuntu-System, kann ich in der PowerShell relativ einfach dann Betriebssystem unabhängig über die Variable $PSVersionTable.us abfragen, machen String Select raus, machen Measure-Object, um dann herauszufinden, habe ich einen Wert mit Ubuntu drin, der 1 oder größer ist. Da ist halt oben Linux, muss man einfach dazu sagen, mit grep deutlich weiter, was die Befehlzeilenstruktur angeht. Aber das Schöne ist, und da kommen wir dann gleich im nächsten Step drauf zu sprechen, Azure Cloud Shell. Ich kann dann im Endeffekt oder halt auch auf meinem Linux PowerShell mit Bash kombinieren. Das heißt, ich habe meine wunderschöne If-Statement-Struktur, die in PowerShell deutlich klarer definiert ist als in der Bash, kann aber auf grep beispielsweise zurückgreifen, um halt nicht zwei PowerShell-Befehle pipen zu müssen, um herauszufinden, habe ich tatsächlich den String Ubuntu in meinem Suchtext drin. Genau, kommen wir zur Azure Cloud Shell an der Stelle und danach gehen wir noch ein bisschen online in die Demo an der Stelle rein. Was wir uns als Microsoft überlegt hatten, ja, wir haben für die Developer, die Administratoren draußen, die eigenen CLI-Tools, die müssen alle auf dem Rechner installiert werden. Wie wäre es denn eigentlich, das Ganze tatsächlich browserbasiert zu haben, sodass ich wirklich vom Rechner unabhängig bin und immer meine Tools mit dabei habe? Das ist im Endeffekt die Azure Cloud Shell rausgeworden und wir haben einmal eine Azure Cloud Shell für Bash und für PowerShell. Den Vortrag habe ich dieses Jahr schon mal gehalten, das ist 3 Monate her. Da war die Azure PowerShell noch wirklich auf dem Windows-Container basierend. Wir haben es jetzt auf dem Linux-Container umgestellt und demzufolge sieht man jetzt tatsächlich auch, der sich vorher da schon mal mit beschäftigt hat, wir haben wirklich von den Kommandozeilen-Tools oder von den Tools, die man benötigt, Feature-Parität. Und das ist, wenn man sich in dem Umfeld, ob es jetzt Container oder nachher Datenbanken sind, super genial, wenn ich die Cloud Shell nutze. Ich habe immer die neuesten Versionsstände drauf. Ich brauche nicht mich darum zu kümmern, wie man es manchmal schon kennt mit neuen PowerShell-Versionen. Wenn man gegenüber einer API spricht, dann gibt es einen Fehler, weil man nicht auf der aktuellsten Variante ist. Kommt hier an der Stelle definitiv nicht mehr vor. Ich brauche mich ums Updaten nicht zu kümmern. Wird eine neue Version eingespielt, ist sie im Endeffekt einfach sofort zur Nutzung da. Und wie man auch sehen kann, wir gehen halt auch als Microsoft sehr viel in die Open-Source-Richtung rein, also gerade was Infrastructure as Code angeht, Multi-Cloud-Deployments ist Terraform, State-of-the-Art oder was man halt aus dem Open-Source-Bereich in der Linux-Welt kennt, Ansible für Automatisierungsaufgaben und auch damit tatsächlich dann die Azure PowerShell for .NET Core mit drin. Ja, weitere Integration, man sieht es mittlerweile auch, dass auch dort Feature-Parität herrscht. Vorher war es auf der PowerShell-Seite, wurde das .NET Framework 4.6 unterstützt. Wir hatten keine Go-Unterstützung, keine Java-Unterstützung, keine Node.js-Unterstützung. Doch, Node.js hatten wir, glaube ich, auf der Windows-basierten Variante. Wir hatten aber keine PowerShell 6, sondern PowerShell 5. Und Python war auch auf der Windows-Variante nur mit 2.7 an der Stelle unterstützt von den integrierten Tools. Das war so das Drama, was wir mit der PowerShell hatten, beziehungsweise Azure Cloud Shell für PowerShell war halt, wenn man es genutzt hat, Startzeiten von 3 bis 5 Minuten waren alltäglich. Im Gegensatz dazu, die Bash war innerhalb von, ich sag mal, weniger als 20 Sekunden geladen. Das war dann die Entscheidung auf unserer Seite zu sagen, ja, wir haben jetzt die PowerShell Core, .NET Core, wir brauchen eigentlich keinen Windows-Container mehr unten drunter, sondern switchen das Ganze zum Linux-Container, was zur Folge hat, die PowerShell-Variante startet deutlich schneller. Wir haben über beide Sachen die gleichen Toolsets. Macht die Pflege etwas einfacher. Und an der Stelle steigen wir dann tatsächlich einmal in der Cloud Shell so ein bisschen in die Demo mit rein. Ich glaube, für die meisten werden es eventuell, um das einfach mal zu zeigen, wo wir die Cloud Shell vor per se einfach nur integriert hatten, war es, wenn das Portal dann gleich geladen hat, war es hier oben über diesen wunderschönen Button, der dann hier unten die Cloud Shell geladen hat. Man muss dazu sagen,
Ja, das Azure-Portal ist nicht unbedingt das schnellste. Das wissen wir, wir arbeiten dran. Und halt nur wirklich, um diese Cloud Shell aufzurufen und im Browser etwas zu machen, haben wir das Problem erkannt. Und dann gibt es mittlerweile den Shortcut, der shell.azure.com ist. Für diejenigen, die dann halt beispielsweise direkt in die PowerShell springen müssen, können /PowerShell machen. Ja, ich möchte es verlassen. Yep, muss mich nochmal neu anmelden. Und dann wird im Endeffekt die Cloud Shell mit der PowerShell-Variante gestartet. Ich werde automatisch gegenüber Azure mit den PowerShell-Commandlets authentifiziert. Und es wird das sogenannte PS-Drive geladen. Jetzt gucke ich einfach mal. Genau. Okay, er hat's. Ach ja, das ist mein Host-Profile, was ich geladen habe. Okay, müssen wir den Weg eben kurz anders herum gehen, um es zu zeigen. Über die Bash. Das ist, wenn man selber daran ein bisschen customized und rumspielt, dann schmeißt man an der Stelle alles über den Haufen. Genau, jetzt macht er kurz einen Restart. Eieiei. So, dann kürzen wir das Ganze nochmal eben ab. Yep. Was wir im Endeffekt einfach hinten machen, ist einen kleinen Container anstarten, wo alles mit entsprechend drin ist an den Toolsets. Man kann auch Daten, solange das lädt, recht einfach. Ach, das war Open New Session, so komm schon. Also was, solange es lädt, genau, perfekt, ist es da. So, jetzt kann ich es auch zeigen. Also was die Cloud Shell mit integriert hat, ist, ich kann über den Browser Daten hochladen, ich kann auch einfach per Drag and Drop Daten reinziehen und die werden automatisch in meine Cloud Shell Session in mein Home Directory abgelegt und auch persistent vorbehalten. Kann genauso gut die Daten runterladen und wer jetzt nicht unbedingt gerade mit dem ultimativen Editor-Werkzeug unter Linux mit Vim VI konform ist, kann sehr schön, das Ganze nennt sich dann Code und der Punkt einfach, um das lokale Verzeichnis aufzurufen. Eventuell kommt euch das Design ein bisschen bekannt vor, ist im Endeffekt nachher derselbe Code-Editor-Aufbau, den wir für Visual Studio Code verwenden, direkt in den Browser mit integriert, wo ich natürlich jetzt einfach reingehen kann in meine Demo, was ich jetzt gleich nochmal zeigen werde, im Endeffekt das, was wir auf der Folie gesehen haben, nochmal die einzelnen Befehle aufzurufen, PowerShell kombiniert und kann jetzt im Endeffekt wirklich im Browser damit arbeiten, editieren, klicke im Endeffekt nachher hier oben dann auf Speichern oder Close Editor und das ist, muss ich sagen, eine sehr coole Erleichterung an der Stelle. So, einmal, ach so, ja, man sollte auch richtig tippen. Genau, ich habe nämlich einmal, das ist im Endeffekt das, was wir vor das If-Statement aufgerufen haben, gibt ein Hello World from Bash aus und kann jetzt im Endeffekt zwei Varianten machen. Was ich immer gerne mache, ist direkt in die PowerShell zu springen, ohne mich an Azure zu authentifizieren nochmal. Und gehe jetzt einmal wieder in das Demo-Verzeichnis rein und kann jetzt einmal das ganze If-Statement mit der PowerShell aufrufen. Und wenn wir uns das einmal anschauen, if-combined nennt sich das Ganze, hier sehen wir dann auch, dass wir tatsächlich Unix-Befehle mit grep und echo drin haben. Wenn man den Befehl echo lokal auf seiner PowerShell verwendet, ist das ein Alias für write-output. Dort ist es tatsächlich der native Unix-Befehl dafür. Oh, das Ganze, das war combined, genau. Zack, und er gibt mir dann wirklich Hello World aus und das ist super cool, da ich jetzt beide Skriptsprachen miteinander vermischen kann, also im Endeffekt das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Was ich auch noch mit hier drin habe, ich starte es jetzt einfach mal kurz an, ist im Endeffekt, ich zeige es am besten einmal vorher, bevor wir es anstarten und zwar ist es im Endeffekt
ein PowerShell-Skript, wo ich oben meine Variablen definiere und im Endeffekt die Azure CLI an der Stelle anstatt von PowerShell verwende. Ich kann natürlich auch in so einem Skript auch sagen, für die Azure-Dienste, die ich ansprechen möchte und sage, für, wofür es die CLI-Commands gibt, nehme ich CLI. Wo es noch nicht unterstützt wird, nämlich steige ich wieder komplett ganz normal auf die PowerShell um. That's it im Endeffekt und das Ganze kann ich dann direkt einmal hier anstarten, kann jetzt auswählen, wo ich mein Azure Kubernetes Cluster mit rein deployen möchte, etc. pp. Das würde jetzt tatsächlich richtig lange an der Stelle dauern, deshalb starte ich das gleich mal so in Richtung Ende nochmal an. Genau. Was haben wir noch so schöne Sachen für drin? Das, was die Standard-PowerShell nicht unterstützt, ist herauszufinden, relativ einfach, befinde ich mich auf einem Windows, Linux oder macOS. PowerShell Core hat sowas Schönes. Gehe ich mal direkt rein, um das zu zeigen. Und zwar haben wir per se Default System Variablen wie $isMacOS, $isWindows oder $isLinux, die mir entweder false oder true zurückgeben, auf welchem System ich mich gerade befinde. Und wie man hier sehen kann, die Azure Cloud Shell Bash läuft auf einem Linux-System. Machen wir das einmal in die andere Richtung, um das tatsächlich zu zeigen, dass ich nicht nur wirres Zeug rede, das wir von Windows auf Linux umgestellt haben, starten wir jetzt einmal die PowerShell-Variante an. Was wieder einen kleinen Augenblick dauern wird. Fragen bis hierhin. So. Dip, 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 dip. Connecting to Terminal. Es kann sich nur noch um Minuten handeln. Wenn du sagst, das Umlaufwerk ist persistent, dann gilt das für die komplette Subscription. Also damit haben wir jetzt noch eine Vorlage. Genau. Du kannst natürlich. Was wir natürlich haben, und ich zeige es jetzt mal eben, ist nämlich einmal, machen wir doch mit minus AHL. Wir haben hier sowas, das ist ein Ordner Cloud Drive. Da kann ich natürlich die Sachen reinspeichern, um wirklich sicher zu gehen, dass es persistent ist und an, in dem Storage Account abgelegt wird. All das, was wir hier beispielsweise sehen, die Punkt-Shell-Dateien und alles Weitere, das liegt nativ in meinem Home-Folder drin. Und was wir im Endeffekt machen, das Container-Image als Punkt-Image-Datei in den File-Share abzulegen. Demzufolge kann alles, was dort in dieses Home-Folder-Verzeichnis reingepackt ist, was jetzt, ich springe gleich mal in das Cloud-Drive-Verzeichnis rein, beispielsweise meine YAML-Templates oder oben meine ARM-Templates, die werden wirklich in diesem Punkt-Image-Datei File abgelegt. Ich kann es auch gleich da mal im Portal zeigen, wenn ich jetzt natürlich in das. Jetzt hat er doch das. CD Cloud, das funktioniert natürlich jetzt nicht, weil er so einmal aus dem PS Drive rausspringt. So, Cloud Drive. Wie man sehen kann, da liegt halt nur, ja, meine PowerShell-Profildatei drin, mehr nicht. Der Rest ist halt wirklich persistent. Und da können wir jetzt einmal, wenn wir nochmal wieder rausspringen, und dann gehen wir einmal in das Demo-Verzeichnis rein und lassen hier nämlich nochmal das Check-OS laufen. Ich scroll mal, machen wir mal ein bisschen höher. Wie man zu oft drauf gedrückt. Wie man hier sehen kann, auch die Azure Cloud Shell PowerShell läuft tatsächlich jetzt auf Linux-Basis. Und ich kann es im Endeffekt nochmal durch PS Version Table zeigen. Es ist wirklich ein Ubuntu 16.04, worauf das Ganze basierend ist. Und das ist wirklich featuregleich. Kann auch einfach jetzt mit dem Befehl Bash in eine Bash-Session rüberspringen, wo jetzt im Endeffekt, wenn ich da sage, da müssen wir das erstmal wieder als ausführend deklarieren. Das ist ja so. Um auch wirklich zu zeigen, ja, kennt er nicht, ist halt die Bash natürlich an der Stelle. Was auch interessant ist, wir haben für
Ja, ich meine, für die meisten Dienste, die in Azure laufen, wenn man die nicht unbedingt unter seiner eigenen Identität ausführen möchte, sogenannte Service Principles. Das ist im Endeffekt eine Azure AD-Applikation, die ich anlegen muss mit Secret-Verwaltung etc. pp. Wo wir halt auch sagen, ja, Secret-Rotation etc. Was wir dann, ich glaube, Ende letzten Jahres eingeführt haben, nennt sich sogenannte Managed Service Identities, wo von den Diensten im Endeffekt das Objekt im Azure AD angelegt wird und darüber kann ich meine Authentifizierung in dem Dienst direkt übers Azure AD starten, ohne dass ich ein Passwort benutzen muss, habe Key Rotation etc. mit drin. Dasselbe unterstützt auch die Cloud Shell. Und was im Endeffekt das Shell-Skript, was ich jetzt hier aufrufe, ist, ruft über, das ist eine ganz spezielle URL, das heißt Localhost, der spezielle Port, lasse ich mir ein Token für das Azure Management geben. Und der sieht im Endeffekt dann nachher so aus, dass er sagt, okay, MSI Access Token ist bla 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 bla. Und das ist tatsächlich ein JSON-Token, den ich hier rausbekomme. Was wir auch intern für uns immer wieder für Troubleshooting-Zwecke haben, ist quasi die Seite jwt.ms. Da kann ich jetzt im Endeffekt diesen Token man sollte es auch richtig kopieren, dann funktioniert es an der Stelle auch. So, einmal raus, einmal rein und automatisch wird mein Token dekodiert. Ich sehe, an welchem Management-API-Endpoint ich mich authentifiziert habe, kriege noch weitere Informationen angezeigt von meinem User-Account, wie mein Name ist, über welche IP-Adresse ich reinkomme, was meine eindeutige Objekt-ID ist, das sollte man natürlich nicht unbedingt zeigen, aber naja, SID etc. pp. Und man sieht im Endeffekt nachher, wo komme ich denn eigentlich her, nämlich, was man vielleicht weiß, dass wir komplett unsere Authentifizierung über die Graph-API umgestellt haben, also für den Fall der Fälle, dass mal eine Authentifizierung fehlschlägt, lasse ich mir meinen Authentifizierungstoken ausgeben, kann den hier dekodieren lassen und wirklich gucken, ob nicht irgendwo eine falsche URL referenziert ist, die im Endeffekt ja so gesehen meine Authentifizierung an der Stelle stört. So, dann einmal nochmal wieder aus der Bash raus, wieder in meine PowerShell-Session rein. Ach so, ich bin ja schon im Demo-Ordner. Ja. So, und dann tatsächlich einmal zu zeigen, dass ich wirklich auch komplexere Deployments aus der entsprechend raus starten kann. Das Skript legt im Endeffekt jetzt einen Service Principal Account im Hintergrund an, erstellt eine Ressourcengruppe, eine Container Registry und das zeige ich euch dann auch mal alles komplett eben im Portal. Das war das dann. Der läuft jetzt parallel eine etwas längere Zeit an der Stelle, wie man gleich sehen wird. Genau, die ist angelegt. Die Clustererstellung dauert halt doch deutlich länger. So, da haben wir uns angemeldet und das, was ich tatsächlich einmal zeigen wollte, deine Nachfrage wegen der Persistierung, die .image-Datei, jetzt muss ich einfach nur gucken, wo genau, Cloud Shell Storage West Europe, da ist es doch. Ja, das ist im Endeffekt der Storage-Account, der angelegt wird. Dann kriege ich einmal meine Files. Yep, das ist für mich angelegt worden. Springe jetzt einmal in dieses File-Share rein und sehe beispielsweise hier, dass das ist wirklich mein dieses Cloud-Drive-Verzeichnis. Wir haben eben gesehen, dass ich da eine .powershell-profile.ps1 habe. Die bei anderen beiden, .bashrc und .xrc, haben wir nicht gesehen, weil die standardmäßig auf rein Basis von den Unix-Berechtigungen verborgen sind. Und wenn ich jetzt unter die Cloud-Console gehe, das ist im Endeffekt nachher alles das, was außerhalb des Cloud-Drives in meinem Home-Drive drin ist. Das ist meine .image-Datei, das ist mit 5 GB.
relativ groß, aber daher kann ich wirklich alles in mein Home Drive reinpacken und brauche mich nicht darum zu kümmern, ob es im Cloud Drive liegt, und kann wirklich alle meine Automatisierungsskripte, Vorlagen in der Cloud Shell haben, und egal wo ich auf der Welt unterwegs bin, egal mit welchem Device, habe ich meine Werkzeuge, um ja, meine Azure-Operationen ausführen zu können, immer mit dabei. Danke. Und im Endeffekt ja auch selber die Anmeldung, wer Azure AD im Einsatz hat und das mit Multifaktor-Authentifizierung kombiniert hat, hey, so what, es ist mir egal, also nicht ganz egal, ob es jetzt irgendein Rechner ist. Ich meine, im Internetcafé um die Ecke würde ich es jetzt nicht unbedingt machen, aber theoretisch ist es an der Stelle möglich. Genau, der legt das Ganze einfach mal eben an, und dann mal kurz das nochmal zu zeigen, haben wir hier, das ist meine Ressourcengruppe, die ich gerade angelegt habe, die Container Registry ist schon da, der Cluster wird, wenn ich da draufklicke, müsste er mir dann eigentlich anzeigen, dass er sagt, ja, bin im Erstellmodus, und das im Endeffekt läuft aus der Cloud Shell heraus, und im Endeffekt kann ich jetzt einfach mein Netzwerkkabel ziehen und das Deployment würde weiter im Hintergrund laufen. Es würde tatsächlich auch so weiter im Hintergrund laufen, wenn ich jetzt es auch lokal ausführe, weil ich es ja schon an die API übergeben habe. Aber im Endeffekt ja, bin ich auch gegenüber Verbindungsausfällen gut an der Stelle gerüstet. Gut, genau. Demo, auch nochmal den Beispielcode mit reingepackt. Tatsächlich PS Version Table ist die Variante, mit der ich PowerShell auf Windows, auf Linux abfragen kann, welches Betriebssystem ist das, ohne dass ich irgendwelche VMI-Calls machen muss. Nochmal die Beispielbefehle, wie ich so ein Managed Service Identity Access Token bekomme, und dann nochmal tatsächlich die nativ eingebauten in der PowerShell Core-Varianten, Systemvariablen, wo ich recht einfach mit feststelle, bin ich auf Linux, bin ich auf Windows. Das kann ja, wenn ich in einer, ja, ich sag mal, heterogenen Landschaft bin und ein gemeinsames Skript schreibe und einfach herausfinden, also ich sag mal, PowerShell-Skript schreibe und herausfinden möchte, bin ich jetzt auf Linux, bin ich auf Windows, dann wird der oder der Part ausgeführt. In diesem Sinne muss man natürlich auch, ja, erstmal danke ich euch, dass ihr in die Session gekommen seid, euch das Ganze angehört habt, und man muss natürlich auch den Sponsoren an der Stelle danken, weil ansonsten ist so ein Event, was wirklich kostenfrei ist, an der Stelle nicht zu stemmen. In dem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Fragen sein sollten, gerne jetzt noch die letzten paar Minuten, die wir haben, oder ansonsten den ganzen Tag über aus. Ich werde gleich noch das T-Shirt tauschen, das blaue mit dem Stern drauf, da ich auch Stimmt-Star bin. Also vielen Dank.